Ich habe bis gerade eben am Rechner gesessen, also rein theoretisch fast den kompletten Tag. Habe jetzt erst Zeit, um Sachen zu erledigen und ich habe mir vorgenommen, zum DM zu fahren. Ich selber gucke ja auch YouTube-Videos und wurde angefixt wegen dieser neuen Nivea-Creme und ich hoffe, dass ich sie bekomme. Guck mal, jetzt bin ich zweimal zu sehen. Ich zeige euch mal eben mein Outfit, also relativ schlicht. Ich habe meine Alpha-Bomberjacke an. Unter dem Shirt habe ich so ein krass pinkfarbenes Trägershirt. Dann hier so ein Basic-T-Shirt von Only oder Vero Moda. Dann habe ich eine Skinny-Jeans an. Ich finde die ist besonders schön, weil die den Po so toll betont. Ich glaube von New Yorker ist die. Und meine Moschino-Tasche. Jetzt muss ich kurz gucken, welche Schuhe ich dazu anziehe. Jetzt einfach wieder die Adidas. Ich habe ja, muss ich ja zugeben, so einen kleinen Schuh-Tick. Also jetzt nicht wie bei den meisten Frauen mit High Heels oder so, sondern halt mit Sneakern. Ich weiß auch nicht wieso. Also wenn ich mal irgendwie mir was gönne, dann sind es komischerweise immer Schuhe. Ihr könnt mir unten mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so einen Tick habt, beziehungsweise wie viele Paar Schuhe besitzt ihr. Worauf ich euch noch hinweisen wollte, ich fahre ja jetzt am Samstag nach Berlin, denn wir sind am Sonntag auf der U-Messe in Berlin. Und für all die Leute, die in Berlin oder im Umkreis wohnen, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr ja Lust vorbeizukommen. Die Tickets gibt es auf der U-Seite. Ich werde euch einmal die Website unten in der Infobox verlinken, dann könnt ihr mal gucken. Wir sind auf jeden Fall am Sonntag dort, also da steht dann auch mein Name. Es würde mich wirklich freuen, den einen oder anderen von euch zu treffen. Würde ich auf jeden Fall feiern. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ich bin auch da. Bist du blöd oder was? Ich bin wieder zu Hause und ich bin nicht alleine, denn ich habe Bonnie mitgenommen und Bonnie wird jetzt erstmal was zu trinken bekommen. Bitte schön, Bonnie. Ich war ja gerade beim DM einkaufen und habe mir gedacht, dass ich euch einfach mal zeige, was ich so gekauft habe. Zunächst einmal ist mein Deo. Das wollte ich gar nicht haben. Hä? Ich habe zu diesem schwarz-weißen Gedöns gegriffen. Ich glaube, das habe ich auch. Ich wollte aber das andere testen. Jetzt habe ich dasselbe schon wieder. Ja, das habe ich. Und ich höre gerade, Dani kommt. Dann. Was? Ja, hallo. Ist doch ein kleiner Wachhund. Ja, doch. Ja, sie ja. Hallo. Hallo. Hat gepupst, als du reingekommen bist? Weil ich mich erschrocken habe. Dann habe ich noch gekauft, aus dem Grunde bin ich jetzt zum DM gefahren, weil Melle das gesagt hat. Ich habe das schon bei so vielen Bloggern und andere Art von Menschen gesehen, dass ich mir dachte, boah, irgendwas muss ja da sein. Dann habe ich noch geholt von Garnier Hautklar SOS Anti-Pickel-Stift, weil ihr seht, dass mein Gesicht sprießt vor lauter Pickeln und ich dachte, vielleicht dadurch besser. Also ich hoffe es, oh, da kommt es schon raus. Dann habe ich noch geholt. Da bin ich schon 20.000 Mal dran vorbeigelaufen und dachte mir, nein, du hast noch. Und ich habe noch immer Mundspülung, aber ich habe es mir jetzt trotzdem geholt. Und das habe ich auch bei einer YouTuberin gesehen, die gesagt hat, dass sie tatsächlich weißere Zähne bekommen hat. Und das möchte ich auch sehr gerne. Löst starke Verfärbungen. Ich bin ein Kaffeetrinker, ihr wisst es. Ich muss sagen, ich habe, obwohl ich Kaffee trinke, relativ weiße Zähne. Trotzdem möchte ich weißere Zähne und ich dachte mir, komm. Und dann noch einmal für mich, einfach nur so, damit ich Spaß habe, einen neuen Lippenstift. Und zwar ist dieser von Maybelline New York. Und das ist die Farbe 725 Tantalizing Taupe. Das ist so Nude, wie auch sonst. Ich trage nur Nude. Der sieht so aus. Boah, der riecht so geil nach Zuckerwatte. Oh mein Gott, ich liebe den Geruch.
Ich kann euch den ja mal swatchen. Dort. Essen ist fertig. Und zwar gibt es heute, Leute, ihr werdet es kaum glauben, Kartoffelpüree. Wow. Und das hier sind so Hähnchenstücke und das war in so einem Bratschlauch. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Hunger. Oh, schmeckt sehr, sehr lecker. Da ich jetzt endlich satt bin und es war wirklich sehr, sehr lecker, ein großes Kompliment an meine Freundin. Bitte. Ich werde jetzt mal eine Runde Playstation spielen, um einfach erstmal so ein bisschen wieder abzuschalten. Das brauche ich jetzt erst einmal. Möchtest du dabei sein, Bonnie Baby? Gut, hier durch. Hep, hep. Das ist super. Das ist super, du machst hier. Kommen wir nun zum Dynamite des Tages. Der heutige Dynamite des Tages ist Stitch 99. Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich bekomme am Donnerstag ein Tattoo, einen Notenschlüssel am Unterarm. Und ich wollte fragen, auch wenn es bei jedem anders ist, wie sich der Schmerz aushalten lässt und was man so da machen kann, also beim Stechen. Danke im Voraus für die Antwort. Ich glaube, je nachdem, wo du am Unterarm dir das Stechen... Ich vermute mal hier, hier haben es ja auch relativ viele, so Notenschlüssel oder so. Ich bin der Meinung, dass jede Zentimeter der Haut überall ein anderes Schmerzempfinden hat. Ja, das stimmt wirklich. Ich glaube, Daniel kann besser darüber quatschen als ich, weil mein Tattoo ist zwar auch am Unterarm, aber hier an der Seite. Es kommt, wie du sagst, wie die Szene schon sagte, es ist ein Zentimeter, wo es halt, wo du denkst so, boah, voll chillig. Und dann ist er einfach ein paar Millimeter weiter und denkst einfach so, boah, scheiße. Ich muss sagen, ich hab's ja hier, hört's hier auf. Und als er hier vorne war, hat es hier unten gebrannt. Als würdest du mit dem Feuerzeug immer so ein bisschen so, ne? Kauf dir Weingummi und beiß drauf rum, das geht. Du musst auf jeden Fall Zähne zusammenbeißen und dann geht's eigentlich. Was ich gemacht habe, als ich an den Rippen tätowiert worden bin, ist, dass ich mich auf meine Atmung konzentriert habe. Ja, wenn du... Ist das komisch zu sagen? Viel Luft reinholst und wieder auspustest, dann hast du ein ganz anderes Schmerzempfinden. War halt auch, habe ich es bei dem auch gemerkt, als ich halt dann gesessen habe und dann... Genau, versuch einfach beim Tätowieren, klar, stillzuhalten, aber richtig tief ein- und auszuatmen und dich richtig auf das Atmen zu konzentrieren. Und irgendwie ist das dann voll komisch. Also bei mir ging das dann, klar, hast du die Schmerzen immer noch gespürt, aber... Nicht mehr so intensiv. Nicht mehr so krass, genau. Wenn ihr schon morgen Dynamite des Tages werden wollt, dann müsst ihr dieses Video ganz fleißig kommentieren. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wer von euch alles in Berlin dabei sein wird und auch wer nicht in Berlin dabei sein wird. Lasst es mich doch gerne unten in die Kommentare wissen und dann könnten Daniel und ich gegebenenfalls irgendwann mal ein anderes Treffen veranstalten oder planen. Warum nicht? Welche Stadt wäre für euch gut? Also die nächstgrößere, ne? Wieso, nicht, wird halt, warum? Jetzt nicht irgendwie sagen, Harlingen, sondern die nächstgrößere Stadt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebe ich ihm wieder einen Daumen nach oben. Dort oben werde ich euch ein Video verlinken, in dem Daniel und ich mal in Holland waren. Da müssen wir unbedingt wieder hin. Auf jeden Fall draufklicken, würde uns sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder. Und Bonnie ist dann auch mit am Start. Und ich bin mit am Start, Bonnie. Oh. Sag tschüss, Bonnie. Tschüss. Bye bye. Und morgen spielen wir wieder Verstecken. Tschüss.